Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 3, dem Remake. Ja, ich war jetzt echt am Überlegen, was ich jetzt eigentlich machen sollte. Ob ich jetzt die Granaten mitnehmen soll oder ob ich die nicht mitnehmen soll. Ich weiß nicht, ob jetzt noch ein Bosskampf kommt oder ob jetzt gerade keiner kommt. Was mir übrigens dabei gerade einfällt, dass ich die Magnum nirgendwo drauf habe. Ich meine, wenn ein Bosskampf kommt, dann kann ich ja theoretisch noch mal kurz pausieren. Das ist ja normalerweise eigentlich immer recht schnell. Ich würde nämlich fast sagen, dass wir die nach rechts machen und den Granatwerfer mitnehmen, falls wirklich noch ein Bosskampf kommt, was natürlich scheiße wäre, weil dann haben wir nur 6 Patronen. Die Magnum ist aber eigentlich auch gut gewesen gegen Hunter und so. Wobei wir die jetzt eigentlich zumindest hierbei auch gut mit der Schrot killen können. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich jetzt machen soll oder nicht machen soll oder was ich mitnehmen soll. Es ist so, ja. Moment, von der Seite sind wir gekommen, ne? Wie stehe ich denn jetzt gerade? Ach so, ja doch, jetzt sehe ich es. Oh Gott. Da können wir nicht rund. Oh, oh. Also unten sind Zombies, da oben ist der Typ. Können wir den jetzt abknallen? Kriegen wir jetzt hier eine Zwischensequenz? Den kann ich gar nicht anvisieren. Ja, geil. Okay. Ja. Hier haben wir schon mal Sprengstoff. Ui, okay. Das sieht doch ziemlich groß aus. Ich denke mal, mit einer normalen Pistole sind wir da. Oh. Scheiße. Böse, böse. Ich sehe da gerade was, was ich aus anderen Teilen kenne. Ganz böse. Ganz böse. Oh. Ganz, ganz, ganz böse. Hilfe, Moment. Das weiß ich natürlich nicht. Ich würde ja mal sagen. Die scheinen aber jetzt gerade nicht aufzustehen. Was muss ich denn hier machen? Kann man hier was mitmachen? Der ist ja meines Erachtens jetzt tot. Nee, kann man auch nichts mehr machen. Wieso kann man da nichts mehr machen? Muss man hier noch irgendwas suchen? Das ist alles rot. Okay. Muss man hier hoch? Ich mich jetzt erschrocken. Gib zu, ich respektiere deine Zähigkeit. Aber leider enden unsere Spielchen hier. Du glaubst, es ist vorbei? Okay. Heißt das jetzt die... Nee, sie stehen nicht auf. Was wird das hier gerade? Mann, nimm doch mal das A an. Ah, okay. Da kommt dann die Sache mit den Sicherungen, die wir holen müssen. Okay. Aber ich traue dem Braten hier irgendwie nicht. Vor allen Dingen, wenn das schon ein weißer Zombie war. Kann man jetzt hier hoch? Ah. Habe ich die Waffe jetzt wieder nachgeladen? Nee. Okay. Hallo? Was sollst du kaputt machen? Ja, das ist natürlich blöd. Jetzt haben wir wieder die Munition
Zusätzlich, die können wir auch nicht wirklich stacken. Ja, können wir schon, aber nee, so nicht. Bringt uns natürlich auch nicht viel. Okay, ist denn hier irgendwo eine Sicherung? Ah, hier. Da haben wir jetzt auch nur noch 3 Plätze frei. Ich könnte theoretisch hier runter, aber ich würde sagen, dass ich erstmal die Sicherung reinbringe. Dann haben wir zumindest einen Platz wieder frei. Hilfe. Also ich hoffe, dass das so ist wie bei dem Laboruntergrund, dass der nicht nochmal aufsteht, wenn er mit der Magnum getroffen wurde. Was habe ich denn hier eben? Achso, Sprengstoff war das, genau. Okay, dann fahren wir wieder hoch. Sehen kann ich jetzt von hier oben nichts. Wäre jetzt schön, wenn man von hier oben irgendwie mit Scharfschützengewehr was abknallen könnte oder so einfach. Na gut. War ich das jetzt oder habe ich jetzt gerade was gehört? Da ist ein Leiter. Oh. Oh, fuck. Es war so klar, dass der hinter mir kommen würde. Wo bist du? Mistvieh. Schnauze. Oh, okay. Hunde gibt's also auch wieder. Ich glaube, wir hatten jetzt noch gar keinen Resident Evil. Ach, die sind hier rausgekommen. Kann das sein? Okay, Munition. Hier noch irgendwas drin? Kann man das sehen? Hier ist es noch rot. Hier war doch nichts mehr, oder? Moment, rechts ist was? Das kann ich von hier aus nicht. Nee. So, hier bin ich runtergekommen. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht noch mehr Hunde. Ich hasse nämlich Hunde in Resident Evil. Können wir auch nicht rein. Da könnte ich jetzt theoretisch hoch. Da zuppelt doch jemand. Was ist denn das für einer? Ein Weißer oder? Ne, das sieht mal wie normaler aus. Bin jetzt ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass da jetzt noch einer rausgesprungen kommt. Eine Sackgasse. Okay, der ist auf jeden Fall tot. Ach, hier kann man noch durch. Okay, ich schaue jetzt aber mal eben, ob wir hier hinten noch irgendwas... Weil wir können ja hier... Können ja gar nicht nochmal hoch. Oder? Hier ist überhaupt nichts, wo wir drücken können. Nee, dann können wir da anscheinend nicht hoch. Okay. Ja, mach. Geh durch. Achso, A drücken. Ach. Haben wir? Ne, wir haben kein grünes Kraut. Okay. Rechts geht ein Bereich rein, links geht ein Bereich rein. Oh, Hallöchen. Nein, das wollte ich eigentlich machen. Dann habe ich das jetzt vermutlich gerade gehört, aber man sollte sich nie drauf verlassen. Das können wir runterholen. Kommen wir denn hier schon wieder nicht weiter?
können wir theoretisch auch weiter. Gehen wir erstmal hier durch. Ach so, das war hier. Ja. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Spezialzubehör für die Flinte ermöglicht schnelleres Nachladen. Ah, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Sehr schön. Vor allem, wenn man gegen Hunter spielt. Ja, fahre ich jetzt hier hoch oder nehme ich jetzt die Treppe? Eigentlich müsste das aufs Gleiche, glaube ich, auskommen, oder? Nee, Moment. Da mit der Treppe komme ich nur bis zur Tür. Nee, da ist eine Wand zwischen. Okay. Doch, da komme ich doch aufs Gleiche raus. Na toll. Oh, was haben wir hier noch? Pistolenmunition? Nee, können wir... Doch, da können wir aber so durchlaufen. Okay. Was haben wir denn dahinter? Wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Dahinter haben wir noch nichts, was... Was ist das denn? Sicherung. Hä, habe ich eine Sicherung übersehen? Büro. Da ist der Raum, wo der weiße Zombie war. Habe ich da jetzt ernsthaft eine Sicherung übersehen? Moment, da müssen wir jetzt aber nochmal... Oder ist... Moment, oder ist das hier oben? Leiter runter, Sicherung. Das kann natürlich auch sein. Hier waren wir nämlich noch nicht, ne? Hier kann man runter... Hier fährt man runter. Nee, man fährt... Das ist... Nee, hiermit fährst du doch nicht runter. Oder? Meine ich doch. Das sieht nämlich so, als ob das an einem Stück ist, aus. Gut, da liegt was drauf. Ach, das ist der tote Hund von ihm. Okay. Was haben wir hier? Sturmgewehr. Na, Sturmgewehr können wir natürlich gar nicht gebrauchen. So, da müssen wir jetzt mal eben gucken. Wie kommen wir denn da? Ach so, da müssen wir dann die Treppe runter und unten ist dann die Sicherung. Würde ich sagen. Ich würde aber schon gerne erstmal noch wissen, was da hinten noch ist. Dann gehen wir erstmal durch den einen Raum. So. Fuck. Okay, die Schrot scheint ihre Wirkung getan zu haben. Bei dem vielleicht nicht, das ist so weit weg. Ja, okay, bei dem auch. Perfekt. So, Flintenmunition. Dann haben wir hier alles blau. Aber wir gucken trotzdem nochmal. Nö, sonst ist nichts. Oder? Ein Bericht. Wieso sieht man den eigentlich nicht? Und es ist trotzdem blau. 12. September in N2 aufgenommen. 45 männliche, 32 weibliche. Entsorgt 60 männliche, 89 weibliche. Hä? Ich denke, so viele waren gar nicht da. 15. September in N2 aufgenommen. 55... Achso, 19 männliche, 51 weibliche. Was auch wieder nicht passt, wenn man es zusammenrechnet. Hä? Entsorgt 76 weibliche. Zurückgebracht 8 weibliche, nicht infiziert. Okay. 22. September zu N2 25, 22, 15 männliche. 16, 21, 29 weibliche. Entsorgt 6 männliche Exemplare, 9 weibliche. Entsorgungen nehmen täglich zu. Präventiv alle über 30 entsorgt. Okay. Hört sich so an wie bei Alice irgendwie von Resident Evil von dem Film. 24. September. Nächtlicher Transfer durch Schwester beobachtet. Aufnahme in Untergrundeinrichtungen zeitweise ausgesetzt. Mhm. Hm. Okay. Hier war das jetzt. Ja, hier war es blau. Was haben wir denn hier? Habe ich die Schrot wieder nach? Ist sie überhaupt aufgeladen? Nein, ist sie nicht. Oh, das geht wirklich schnell jetzt. Ein Speicherraum. Ah, perfekt. Dann können wir... Oh,
Dann können wir. Ach so, das ist. Hä? Das ist der alte Speicherraum. Ach, die wollen mich doch veräppeln. Aber dann können wir zumindest die Sachen hier loswerden. Das ist sehr gut. Sprengstoff habe ich, soweit ich weiß, keins mehr. Doch, Sprengstoff B. Dann nehmen wir das doch mal raus. Tun. Nee, das war hochwertiges Schießpulver. Das kombinieren wir mal. Nee, können wir nicht direkt kombinieren. Wir müssen erstmal grünes Kraut rausholen. Das kombinieren wir. Das tun wir rein. Den Sprengstoff nehmen wir raus. Das kombinieren wir mit dem. Das tun wir erstmal rein. Ich denke mal, jetzt hier zumindest kommt jetzt erstmal nichts. Schießpulver. Jetzt blöd oder blind? Oder warum sehe ich hier kein Schießpulver? Ich habe gerade auch noch gesehen, wir haben auch noch Granaten. Wir haben so schön viel Munition für die Schrot, was vielleicht nicht unbedingt gut ist. Weil, wenn man viel bekommt, wie es dann immer so ist. So, das tun wir rein. Das kombinieren wir, dass das voll ist. Tun das auch rein. 6 Plätze haben wir frei. 2 Sicherungen müssen wir, glaube ich, noch holen. Ich würde ehrlich gesagt gerne eine Handgranate mitnehmen, weil ich wirklich nicht weiß, was da jetzt noch auf uns zukommt. Das Problem ist nur, die Handgranaten kann ich jetzt so nicht hier reinmachen, ne? Ja. Aber ich brauche auf jeden Fall die Magnum. Die brauche ich auf jeden Fall. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir speichern jetzt noch mal kurz zwischen. Da. Weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, den ganzen Scheiß jetzt noch mal neu zu machen, wenn irgendwas schief gehen sollte. So. Wo kommen wir denn raus, wenn wir durch diese Tür gehen? Da sind wir. Einen anderen Teil. Dann würde ich fast sagen, wir gucken jetzt erstmal da, wo wir eben noch nicht waren, weil das wird dann wahrscheinlich so der letzte sein und dann gehen wir wieder zur Sicherung oder so. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Hier. Dann schauen wir erstmal hier. Hallo, wieso geht die nicht weiter? Hier, nee, hier war der Hund. Ich verliere gerade meine Orientierung. Hier müssen wir, glaube ich, runter, ne? Wenn wir jetzt hier nochmal gucken, genau. Okay. Hallo. Oh oh. Irgendwie hört sich das hier gerade gar nicht gut an. Granaten links, Magnum rechts. Ich weiß nicht, ob das von... Aber ich glaube, wenn ich meinen Kopfhörern trauen kann, war es von da hinten. Nicht mit mir hier. Oh, fuck. Trotzdem hört sich das da irgendwie komisch an. Da war jetzt keiner von den Zombies dabei. Ich rüste das mal eben aus. Kann ich das überhaupt so? Doch, kann ich. Gedacht, ne? Oh. Scheiße. Ja, weich bloß nicht aus.
Scheiße. Habe ich denn... Ja, kann ich ausrüsten und habe dann trotzdem die anderen noch im Schnellzugriff. Okay. Also ich denke mal, sie wird nichts mehr machen. Bei dem Typen hier bin ich mir nicht sicher. Okay. Was haben wir denn jetzt hier bekommen? Hochwertiges Schießpulver, Schießpulver, Schießpulver. Dann kombinieren wir doch direkt mal. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Platz. Ah doch, dann nimmt er doch direkt aus dem, was so gut wie... Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich erschreck mich vor meinem eigenen Schatten. Das ist doch, ja. So. Hier ist die Sicherung, oder? Ja, dann habe ich das richtig gesehen. Die Frage ist jetzt nur, was kommt jetzt da raus? Weil es hört sich komplett seltsam an irgendwie. Oh, fuck. Fick dich. Ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass mir dieses Geräusch irgendwie bekannt vorkam. Oh. Wenn jetzt noch mehr von den Viechern hier sind, ich lasse am besten die letzte Granate noch da drin. Die Frage ist, kann ich da... Das dürfte jetzt tot sein. Kann ich da auch noch rein und was holen? Ah, ein Kraut. Na gut, immerhin. Die beiden sind blau eingezeichnet. Ja gut, das hier unten wahrscheinlich nicht, weil es... weil ich die Sicherung rausgenommen habe. Moment, war das jetzt die letzte Sicherung? Nee, ich habe nur eine Sicherung reingetan, ne? Ich muss noch hier irgendwo in dem Bereich, glaube ich, runterspringen. Okay. Dann würde ich aber trotzdem sagen, wir haben nämlich jetzt wahnsinnig viel dabei, dass ich das jetzt erst noch mal kurz zum Speicherraum bringe. Ich hoffe, die stehen wirklich nicht mehr auf hier. Okay. Weil wir so langsam aber sicher dann doch voll werden. Hat mich dieser Zombie eigentlich erwischt? Nee, ist immer noch grün. Wir haben natürlich mega geil Munition dabei, ne? Das ist jetzt, ja. 51 Pistolenmunition. Ich würde schon fast sagen, dass wir die mal kurz kombinieren und hier wieder auffüllen. Dann tun wir die weg. Das Kraut, denke ich mal, können wir auch wegtun. Dann haben wir drei frei. Eine wird auf jeden Fall frei, wenn wir die Sicherung reintun. Und einen Schuss, dann ist das auch wieder frei. Hm. Okay, ich würde dann auf jeden Fall sagen, dass ich, weil ich das jetzt doch sehr gut gemacht habe, nochmal eben speichere. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es die letzte... Mädel? Okay. Sie möchte nicht mehr, dass man sie ansieht. Ich weiß nicht, was jetzt mit ihr ist. Keine Ahnung. Ich drehe mich jetzt mit der rechten Taste. Ich weiß nicht, warum. Seltsam. Naja, gut. Okay, also wir können uns leider nur von hinten sehen. Ich weiß nicht, was los ist hier. Und ich würde sagen, dass wir hier nochmal eben einen kleinen Cut machen. Es kann sein, dass das jetzt schon die letzte Sicherung ist, aber ich glaube, ich muss noch eine Sicherung finden. Und dann werden wir mal gucken, ja, was dann auf uns wartet. Irgendwie habe ich da so ein ganz ungutes Gefühl. Ich weiß auch nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann. Ciao.